Servus! Servus! So, das ist der Krytos, den ihr vorhin im ersten Spiel gesehen habt oder nicht gesehen habt. Muss er ein bisschen leiser, muss er ein bisschen lauter? Schreibt das mal rein. Ich schätze, die Lautstärke müsste ganz gut sein. Quatsch die mal ein bisschen vor, du kannst dich ja mal vorstellen. Ja, ich denke mal, die meisten werden mich eventuell schon kennen. Ich bin Krytos. Ich habe eine Zeit lang für My StarCraft gecastet, habe einige großen Cups gemacht. Unter anderem Grubby Pro Invitational und ja, Silent war halt öfters mein Co-Cast und heute werde ich mal sein Co-Cast sein, zumindest für das nächste Spiel. Mal schauen, ob ich danach noch Lust auf mehr habe, aber eins geht schon. Du musst dich ein bisschen beeilen, denn das Spiel geht los, Monchi gegen... Ah, okay, gut, no, gut, dann sag mal irgendwie 10 Sekunden noch, ich schlafe mich gerade ein. Okay, bin drin. Für Spielvorschlag. Okay, also das Spiel habe ich nicht geleckt. Wie gesagt, das ist nur mein Prozessor. Das heißt, nur mein Rechner geht ein bisschen in die Knie beim Codieren, Encoden. Wenn ihr so gerne englische Wörter haben wollt. Aber die Spieler merken davon nichts. Obwohl da dann seltsamerweise auch immer steht, dass ich das Spiel lagge. Ja, du hast auch gut geleckt. Also als ich gespielt habe, ich habe zwar nicht gemerkt, dass es geleckt hat, aber es stand da von wegen Silent tut das Spiel verlangsamen. Genau. Und da habe ich gedacht, ah, was ein Bob. Ja, nein, ich tue das Spiel verlangsamen, das steht da ja auch. Warum übernehme ich eigentlich deine grammatikalischen Fehler? Kannst du mir das mal bitte erklären? Ich hab das Spiel ja auch verlangsamt, aber halt nicht für alle anderen, sondern irgendwie nur bei mir. Also zumindest ja, nicht genau. Merkbar bei allen anderen. Also bei mir hat es die ganze Zeit über nicht einmal geleckt. Ja, naja. Nein, nur einmal beim Kampf hat es halt geleckt, da bei den ganzen Storms, aber wie gesagt, das ist mein Rechner und nicht etwa das Spiel, was ich da legge. So, Naugrim gegen Monchi, das ist noch ein. Achso, das ist noch ein Runde 4 Spiel. So, ich muss dich jetzt auch daran erinnern, dass du wieder in Fullscreen wechselst, weil ich habe gerade mal das Spiel angesehen, was du von mir gecastet hast, und da hast du erst mal die erste Minute schön unten im kleinen Screen das Ganze wieder. Ja, weil ja der XSplit Scene Manager jetzt diesen Startknopf hat. Ah, und ich habe ja, genau, also ich hab ja jetzt erst geupdatet den Scene Manager und habe halt nicht auf den Startknopf gedrückt, weil es den vorher halt nicht gab. Ja, voll dämlich. Das ist natürlich ärgerlich dann. Oh, da geht schon los. Ja, Silence, nächstes Mal spielst du auch mit, was heißt davon? Wir beide direkt in der ersten Runde. Ne, im Finale, Mann. Im Finale, ja, ganz nur bestimmt. Vorangekommen. So, Antigua Shipyard, die MLG-Version. Naugrim gegen Monchi in Blau gegen Grün und ich bin hier mit... Krytos. So, shit, ich muss die Musik ausmachen. Daran hättest du mich mal erinnern sollen. So, und die Musik wieder anmachen. So, dann stell doch mal hier unsere beiden Spieler vor in der Zeit. Ach, du gibst mir die Ehre dazu. Auf okay, jeden Fall. Ja, also, oben links auf der Startposition haben wir hier unseren grünen Protoss Monchi. Das Ganze ist natürlich hier Antigua Shipyard. Und unten rechts auf der Position haben wir GG Naugrim. Das Ganze wird also ein PvZ sein. Hier auf Antigua Shipyard ist es natürlich recht leicht für den Protoss, sich eine schnelle Expansion zu holen, und da wird passiert. Denn Monchi spielt gerne mit den Gedanken des Gegners, ja. Meinst du, ja? Ist alles. Ist alles Taktik. Alles Gefake, ja. Ich befürchte es. So, und dazwischen ist aber. Und hast mittlerweile deine Musik ausgekriegt. Ja, ich habe meine schwer, Musik tatsächlich ausgekriegt. Das war zwar ganz schön schwer, aber ich habe es hingekriegt. Nein, das Problem ist halt einfach copyright-technisch. Ne? Also während des Streams alles gar kein Problem, aber ich darf es halt nicht lange online lassen. Ich weiß zwar gerade nicht, wie das aussieht mit... Ja, Xello, absolut richtig. Flip the table. Tja. Wenn ihr Archive-Viewer auf YouTube nicht wisst, wovon ich rede, pff, dann müsst ihr halt live gucken und in den Chat gucken. Pff. So sieht's aus. So, ja, Monchi immer noch hier am Pausieren.
Okay, er muss für MLG einchecken. Ja, ich frag mich, wieso er das nicht zu einem anderen Zeitpunkt machen kann und stattdessen sich genau dann am Anfang des Spiels die Zeit dafür nimmt, anstatt zwischen den Spielen. Absolut, oder absolut. Ja, wie gesagt, hier Mindgames. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich glaube auch, das macht unglaublich viel aus, wenn man so gerade im Flow ist. Und ich meine, die ganzen Pro-Spieler überlegen sich ja, oder die ganzen besseren Spieler überlegen sich ja vorher ihre Build-Order. Also ich meine, ich spiele einfach irgendwas und dann kommt irgendwas dabei raus. Aber ich meine, man macht sich halt während des Spiels keine Gedanken. So, das heißt, man zieht irgendwie sein Bild durch und passt das ein bisschen an. Aber, Hi, Monchis Mom. Nee, aber du hast auf jeden Fall schon recht. Also, wenn man so gut ist wie Silent, dann braucht man keine Build-Order. Richtig. Ja, dann baut man nämlich einfach und es passt. Und es passt auf jeden Fall. Es ist einfach perfekt. Also, die Pros sind da schon, die sind da so ein bisschen dran gebunden, dass sie wirklich Build-Orders benutzen können, dass sie auch wirklich so gut spielen können wie zum Beispiel Silent. Ja. Und von dort aus, wenn man da in dem Flow dann drin ist und dann sowas passiert wie so eine Pause, das ist schon ziemlich bitter. Ja, ich meine, ich könnte damit leben, weißt du, aber... Genau, aber die sind halt kein Silent, das stimmt wieder. Und das ist auch im Übrigen der einzige Grund, warum Silent nicht an Turnieren teilnimmt. Nicht, weil er etwa zu schlecht wäre, nein, er ist einfach viel zu gut, das wäre so unfair. Ja, für mein Können, Können gibt es nämlich eigentlich gar keine Klasse. Das hat nichts mit tief zu tun, das ist oben, ganz weit oben. Ja, selbst wenn er mit 50% Handicap spielen würde, wäre er immer noch zu gut. Und nur mit einer Hand und der Zunge. Ja, Monchi immer noch hier am Pause machen. Meine Fresse. Haben wir keinen Admin, der das einfach weitermachen kann? Ich glaube, Brotkohl ist auch mit drin im Spiel, oder? Ist er. Brotkohl ist mit drin. Ja. Also ich muss sagen, irgendwann, Bad Manner würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber irgendwann finde ich es schon hart an der Grenze vom Fairen. Ja, also ich sag, bis einer Minute ist okay, so mache ich das auch immer, wenn ich Ladder spiele und jemand pausiert, dann sage ich auch immer, okay, eine Minute und dann kannst du weitermachen. Und dann, wenn er, also ich warte vielleicht auch noch zwei, aber wenn er dann nicht kommt, dann sage ich hier, warum warte ich einfach mal weiter? Absolut. Und im Normalfall ist es so, dass sie dann sogar schon da sind und auch direkt weiterspielen. Also von daher, keine Ahnung, was die sich manchmal dabei denken. Aber ich meine, klar, wenn man wirklich irgendwas zu tun hat, wie zum Beispiel, man muss jemand gerade die Tür aufmachen, weil es geklingelt hat oder so, da ist natürlich kein Ding, da wartet man auch. Das ist das Erste, was man machen kann. Ja, ja. Nee, aber ich muss sagen, genau, es hat was mit Fairness zu tun und irgendwann ist es halt auch unfair, den Gegner Ewigkeiten warten zu lassen, ne? Ganz genau, ja. Und naja, wie gesagt, für die Caster ist es auch doof, wenn das irgendwie das letzte Spiel ist und wäre ich hier nicht reingekommen, überleg mal, dann würde ich jetzt immer noch auf die Grid-Spiele warten und hätte ich das Spiel von Headhunter gerade aus dem Silence Cup nicht gehabt, dann würde ich ja bestimmt schon 20 Minuten irgendwie Downtime haben, ne? Ja, in der Tat, das stimmt. Nur weil hier einer meint, irgendwie 5 Minuten Pause zu machen. Und deswegen ist es auch der Hammer, dass du dir überlegt hast, dass du co-castest. Ich wüsste gar nicht, wie ich die Zeit alleine füllen würde. Ja, das ist genau die Sache. Das ist, es hat einerseits was mit Respekt zu tun gegenüber den anderen Spielern, aber auch, wie du wichtigerweise erwähnt hast, gegenüber den Castern, weil die Caster gerade, ich meine, die Spieler, die warten einfach, die holen eventuell ihren Gameboy raus oder ihr Handy und... Ja, oder holen sich was zu trinken, keine Ahnung. Ja, oder sowas. Es wird ja auf jeden Fall ready gefragt vorher und wenn man da nicht da ist... Die können das nicht machen, die müssen die Leute unterhalten. Wenn wir jetzt einfach die Klappe halten und Däumchen drehen, dann gehen die Leute vom Stream runter und das ist natürlich problematisch. Auf jeden Fall. Und irgendwann geben einem da auch die Ideen aus. Ich meine, klar, wir könnten jetzt auch über pinke Elefanten reden, ja, die durch die Gegend fliegen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommen würde. Ja, das ist die Frage. Also, ich meine, natürlich kann man das mal machen, aber wenn man das jedes Mal machen macht, dann ist das auch die Frage, ja? Also, wie gesagt, ich muss mir auch mal irgendwann mal so eine Liste machen, so Ideen für die Downtime, was ich machen kann, wenn gerade keine Spiele laufen, ne? Ja, ich kann ja mal, weißt du genau, ich mache einfach Folgendes. Ich rede jetzt mal darüber, was ich mir eigentlich gedacht habe bei dem Spiel, was ich gespielt habe. Oh ja, das könntest du mal machen, das wäre interessant, ja? Ja. Also einerseits die erste Sache, wo du gemeint hast, so dass du oben zugemacht hättest anstatt unten. Ich habe mir überlegt, unten zuzumachen, weil von oben dann sofort die Aliens reinkommen würden allerdings nicht sehen, also falls er Aliens spielen würde, was eigentlich eher unwahrscheinlich ist, weil er die Expansion sich geholt hat, aber es wäre möglich natürlich, er hat sich kein Gas geholt, also ich wusste es nicht genau, es hätte sein können. Und wenn dann Aliens von oben reinkommen, sind sie unten gefangen, ich setze 2 Force Fields und hab's, weißt du? Ah, okay, das heißt, du hast, ja, okay, klar. Und das habe ich mir dann ganz gut dabei gedacht, weil wenn oben nämlich zu ist, dann denken sie sich direkt, okay, ich muss woanders rein.
Und wie das schon sagt, come on, man. Naja, aber so lange. Und deswegen, ja, so. Aber was ich auch gemerkt habe, war genau in dem Moment, wo du es gesagt hast, da ich einen Ready Point falsch gesetzt habe und die drei Probes da neben dem Assimilator standen. Ja. Genau als du es erwähnt hast, habe ich es gerade gemerkt und ja. habe sie wieder zurück an die Arbeit geschickt. Ja. Da habe ich mir nur gedacht, Alter, steht was denn hier los? Aber ja, ich habe mir nur gedacht, folgendes. Ich habe ja zuerst gesehen, es war ein Grandmaster und ich habe mir sofort gedacht, okay, im Makro-Spiel werde ich höchstwahrscheinlich keine Chance haben. Wobei ich im Nachhinein das revidieren muss, denn ich habe gemerkt, bis zu diesem Punkt, wo seine Expansion wirklich angefangen hat, ihm was zu bringen, war ich im Makro voraus. Auf jeden Fall, also so geil schön war mein das Geld nicht. Ausgeben. Ich hatte eine größere Armee, habe ich gemerkt, ja. und ich hatte mehr Arbeiter. Also es war gut. Hätte ich da mir eine Expansion einfach geholt, hätte es eventuell ganz anders ausgesehen. Aber natürlich habe ich mich vom Grandmaster einschüchtern lassen, habe mir gedacht, okay, da wird viel zu gut sein, habe dann gedacht, okay, mach schon One Base All In. Und das Problem war natürlich, ich komme dann da an und sehe, Alter, 5 Bunker, was soll ich denn da machen? Da habe ich ja absolut keine Chance, ne? Da kannst du Forces runterwerfen, wie du willst. 5 Bunker sind einfach zu viel. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, entweder habe ich jetzt hier die Chance, eine Expansion zu machen, wäre eigentlich ein großes Problem, weil ich es einfach schon viel zu spät gesetzt hätte. Er hatte einfach einen riesen Vorteil. Oder aber ich kann versuchen, irgendwie anders in die Base zu kommen. Und dann ist mir die ganze Idee mit dem Warp Prism eingefallen. Ist ja auch logisch, also sinnvoll. Das Problem dabei ist nur, dass ich mit dem Warp Prism sehr selten spiele. Von daher ist mein Micro mit dem Warp Prism nicht sehr gut. Und ich habe mich die ganze Zeit vertippt. Und dann habe ich vor allem das erste Mal, du hast es bestimmt gesehen, ich gehe mit dem Warp Prism hin. Und ich habe sofort in den Warp-Modus gestellt, ja? Ja, habe ich gesehen. Weil eigentlich, wenn du es direkt am Rand hast, ist das egal. Dann kannst du einladen und abladen. Aber ich hatte es nicht direkt am Rand. Und dann konnte ich den Rest von unten nicht einladen. Ja. Und es hat mir locker 5 bis 10 Sekunden genommen, die wertvoll waren, ja, die ich dann hätte nutzen können, um mehr Einheiten hochzutransportieren. Update. Und dann natürlich hat das gesehen, weil ich natürlich viel zu nah an ihm dran war und genau mich erwischt, dass ich die Hälfte oben hatte und die Hälfte unten. Ja. Wäre alles oben gewesen, wäre das komplett anders gewesen. Aber nee, das habe ich gesehen, ja. dass du deinen Warp im Warp-Modus und dann aus dem Warp-Modus raus und Ja, das habe ich gesehen, aber ich meine, man kann ja nicht alles ansprechen. Ja, weißt du, ich meine, genauso wie es halt Sachen gibt, wo du die ganze Zeit nicht weißt, was du sagen möchtest oder sagen sollst, gibt es genauso Ecken, wo du halt gar nicht so schnell reden kannst, wie du möchtest, ne? Ja. Und ja, zumindest war dann halt, ich sage mir das mal so, hätte ich einfach auf 2 weitere Warp-Prisms gewartet und wäre mit 3 rein, dann hätte ich alles hochgekriegt. Die Frage ist nur dann, hätte ich es geschafft, noch rechtzeitig bevor er ausgerückt wäre, beziehungsweise wäre er rausgerückt und in der Mitte der Map gewesen, wäre es dann zu einem Base-Trade gekommen oder wäre er zurückgekommen? Weil wäre er zurückgekommen, hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Wäre es aber zum Base-Trade gekommen, dann hätte ich verloren, weil ich einfach weniger Gebäude hatte und eine recht starke Armee hatte. Ja, genau, er hatte mehr Armee, die er vor allem mal aufsplitten konnte, ne? Und genau, ich meine, er hätte Gebäude lüften können, also ich glaube, auf dem Base-Trade hättest du dich da nicht einlassen können, das stimmt schon. Das Einzige, was wirklich was gebracht hätte, wäre ein direkter Kampf, wo ich dann mit gutem Force-Field-Micro irgendwas reißen hätte können. Ansonsten hätte ich keine Chance gehabt. Und das Problem war natürlich auch, du hast es ja bemerkt, als ich nach vorne hingehen wollte und angreifen wollte, habe ich den Pylon gesetzt und habe den dann wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass einfach zu viel ist. Ja. Und das war ein Riesenfehler, weil ich hatte den einkalkuliert in meinem Supply. Habe ich genau, auch gesehen. Genau, ich habe den abgebrochen und habe dann gemerkt, Mist, Supply blocked. Ja. Und das war wirklich ein Riesenproblem. Da war ich über eine halbe Minute Supply blocked und bin im Supply wirklich extrem nach hinten gefallen. Ja, richtig, das habe ich auch gesehen. Also vor allem, dass du ihn halt lange hast laufen lassen und ich hätte eigentlich gesagt, du setzt ihn gar nicht. Also ich meine, ich habe ihn ja schon als Schemen gesehen, du hattest ihn relativ früh halt schon oder die 100 Mineralien schon ausgegeben. Und dann hast du die Bunker gesehen mit deinem Observer und ich dachte, oder doch war ein Observer, ne? Oder hast du es mit der Armee gesehen? Nee, war mit dem Observer. Ja, und dann dachte ich, den setzt er nicht. Also der kann keine Proxy-Aktion setzen. Ja, ich habe mir zuerst überlegt, ob ich es schaffen würde. Weil wären es mehr Marauder zum Beispiel gewesen, hätte das schon komplett anders aussehen. Also es waren einfach so viele Marines. Und wenn die alle stimmen und reinrennen, dann... Und vor allem meine Immortals bringen dort halt extrem halt mal gar nichts. Ne? Ja, das stimmt schon. Ja, ich glaube, die Regeln sagen 10 Minuten oder so. Ich weiß aber nicht. Oder ist es, wenn man auf den Spieler wartet? Ja, ich glaube, wenn man halt... Entschuldigung. Ja, das ist echt... Ja, sowas ist wirklich ärgerlich. Wo war ich gerade? Ich weiß nicht genau. aber das ist wirklich sehr ehrlich. Naja, aber ich werde mich auf jeden Fall nächstes Mal wieder anmelden, mal schauen, ob es dann besser geht. Ich muss halt nur ein bisschen mehr Ladder spielen. Ich spiele einfach nicht genug. Ich spiele, was weiß ich, am Tag, wenn es hochkommt, vielleicht 5 Games. Ich meine, zugegeben, ich gewinne 90% der Spiele immer. Also von daher ist nicht schlecht, aber
Ja, also da, ich muss mehr spielen. Also so 15 Spiele am Tag sollten schon drin sein, 15 gewonnene wohlgemerkt. Und dann wird das, denke ich, ganz anders aussehen. Ja. Ja, dazu braucht man halt einfach die Motivation, weil ich sitze dann immer so auf dem Rechner so, ja, ich könnte jetzt StarCraft zocken. Ich habe noch so viele Serien, die ich schauen möchte. Nein, vor allem, man muss ja auch so sagen, bei mir ist es halt wirklich immer sehr, sehr stark so, dass ich mir so denke, okay, ich könnte jetzt spielen. Ich fühle mich aber irgendwie nicht so fit, als dass ich spielen würde. Dass ich mir so denke, okay, fühlst du dich wirklich bereit? Aber ich meine, ich fühle mich nie bereit, weißt du? Und dann spiele ich halt doch irgendwie Top oder Flop oder eine Runde Star Battle oder wie gesagt, zieh mir irgendeine Serie rein. Das ist halt schon ja, eine Kopfsache bei mir hauptsächlich. Ja, Dass ich mir Ausreden suche, warum ich gerade auf keinen Fall spielen kann. Abgesehen ja, das davon kenne bin ich ich in aber meinem auch letzten einfach. Spiel sowas von gegen die Wand geklatscht worden. Das war echt nicht mehr feierlich. Ja, also bei mir ist es auch so, ich brauche auf jeden Fall, ich muss geistig gesehen dafür bereit sein, sagen wir es mal so. Weil wenn ich da anfange und dann irgendwas, egal ob es das Kleinste überhaupt ist, nicht stimmt, wie zum Beispiel meine rechte Hand schwitzt, meine Maushand, ja, auch wenn es so ein kleines bisschen ist, dann sage ich, nee, vergiss es, ich kann nicht zocken. Ja. Und das sind wirklich so Sachen, also es muss alles passen, man muss schön gechillt sein, ich darf keinen Hunger haben, keinen Durst haben, ich muss gut gelaunt sein und alles okay und dann kann ich spielen und dann kann ich auch viel zocken. Aber ja, wenn das nicht passt, dann, ich weiß nicht, StarCraft ist so ein Spiel. Ich liebe das Spiel zwar, aber ich kann es einfach nicht immer zocken, es geht nicht. Ja, das ist wahr. Ja, meine letzte richtig, richtig lange Zockphase hatte ich auch wirklich am Ende der Saison 1, als das erste Mal von Ladder Freezes gesprochen wurde. Na, ja, da habe ich auch viel gespielt. Wo es dann hieß, hier, okay, die Ladder wird eingefroren in einer Woche und dann behaltet ihr die Ränge und dann fängt eine neue Saison an. Da habe ich mich noch hochgekämpft bis Rang 8. Okay. Und hab mir dann noch mit dem aktuellen Rang 8 habe ich mir noch ein richtig übles Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, so am letzten Tag. Und ich weiß nicht, woher der kam. Ob der, also ich meine, da gab es ja noch nicht die Zusammenlegung von russischen und Russland. europäischen Servern. Ob der einfach noch ein bisschen jünger war und deswegen wegen Schule oder sowas ins Bett musste. Auf jeden Fall konnte ich halt so ein paar Spiele mehr spielen an dem Abend und bin dann noch auf Rang 8 gekommen. Und bei 8 ist ja die Grenze, wo man dann diese Flügel an die Seite bekommt. Lol. DTF. Herzlichen Glückwunsch, Unnauglich. Laugrim. Replay saved. Also, Ja. ja. Ich weiß nicht wirklich, was ich da Ich sagen soll. weiß auch noch nicht so wirklich, wie ich dazu sagen soll. Naja. So, Naugrim gegen Headhunter, Noctimus gegen Blast, Kompressor gegen Horror und Tara gegen Dice-Star. Was wollt ihr sehen? Ich schicke euch das Ding vom Grid rein, entscheidet euch jetzt am besten. Na okay, also ich bin aber wieder raus. Im Ein Ernst? Spiel wollte ich machen. War das dein Ja, ich, Spiel? eventuell bin ich so gut und komme später nochmal kurz Na gut, ja, rein. okay, dann danke für dieses schöne Casting, denn ich hätte nicht gewusst, was ich in der Zeit alleine machen sollte. Kein Problem. Mach's Also gut, ja, später. ciao. Bis dann, ciao.